Altes Gehäuse, neues Innenleben. Der Hörsaal des historischen Maschinenhauses erstrahlt im neuen Glanz. Ein Grund zum Feiern. Bei der Wiedereröffnung begrüßen neben TU-Präsident Hans-Jürgen Brümmel die hessische Wissenschafts- und Kunstministerin Eva Kühne-Hörmann und die Staatssekretärin Luise Hölscher die Gäste im Saal. Fast 100 Jahre, von 1904 bis 2001, war das Maschinenhaus hier in der Magdalenenstraße. Der Kuchenanschnitt geht leicht von der Hand. Der Umbau war da schon wesentlich aufwendiger. Im Oktober 2011 sah hier noch alles ganz anders aus. Alte Stahlträger raten aus den Seiten und mussten zerlegt und abtransportiert werden. Fast 100 Jahre lang stand hier ein Kraftwerk, das die TU mit Strom und Fernwärme versorgte. Gebaut wurde das Maschinenhaus bereits Anfang des 20. Jahrhunderts von Georg Wickop, Architekt und Professor. Georg Wickop hatte eine große Bedeutung für die Damalige Technische Hochschule Darmstadt. Er war Professor für Baukunst an der Hochschule und hat ähm, die Erweiterung des Hauptgebäudes realisiert und das Maschinenhaus gebaut, also Dinge, die bis heute sichtbar sind. Georg Wicker prägt die Technische Hochschule Darmstadt insbesondere natürlich mit seinen Bauten. Ähm, er hat aber auch eine große Rolle gespielt in der Modernisierung des Architekturstudiums. Anlässlich der Wiedereröffnung des Maschinenhauses wird eine Ausstellung stattfinden, die auch im Maschinenhaus gezeigt wird. Diese Ausstellung wird veranstaltet vom Universitätsarchiv und von der Universitäts- und Landesbibliothek und als Kuratorin konnten wir Frau Sauer, Mona Sauer gewinnen, die Architektin ist und diese Ausstellung federführend ähm, organisiert. Im Innenhof des alten Hauptgebäudes stand das Kraftwerk der damaligen Technischen Hochschule. Als hier neu angebaut wurde, musste es verlegt werden. 1904 baute Wickop das Maschinenhaus, in dem das Kraftwerk sein neues Zuhause fand. Hier stand die erste vielstufige Dampfturbine in Europa, die modernste Anlage ihrer Zeit. Zweimal wäre es beinahe um die Halle geschehen gewesen. Aber weder die Zerstörung des Daches im Zweiten Weltkrieg noch der Großbrand in den 60er Jahren konnten dem Gebäude etwas anhaben. Als die Stromversorgung zur Lichtwiese verlagert wurde, stand die Halle erst einmal leer. Nur noch der vordere Teil war in Betrieb, als Verteilstation für Strom. 2010 begannen dann die Umbauarbeiten, um das Gebäude für die Lehre nutzen zu können. Nicht ganz ohne Hindernisse. Hier ist es auf jeden Fall schwierig gewesen, innerhalb des engen Raumes neben dem Bau der ULB im Grunde diese Baumaßnahme abzuwickeln. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ein denkmalgeschütztes Haus haben. Wir haben das Dach nicht öffnen können. Wir haben nicht mit herkömmlichen Baumaterialien bzw. mit herkömmlichen Bau... Arbeiten hier vorgehen können. Ein Beispiel nur, der Rohbauer ist es gewöhnt, mit einem Kran zu arbeiten und schwere Gegenstände in das Haus zu heben. Das verbot sich dadurch, dass das denkmalgeschützte Dach nicht abgebrochen werden konnte. So musste alles händisch, fast schon archaisch, in das Haus hineingetragen werden und an den Ort verbracht werden, wo es jetzt heute steht. In die Mitte der Halle wurde eine Decke eingezogen und so ein zweites Stockwerk geschaffen. Jetzt kann die 16 Meter hohe Halle voll genutzt werden. Allein das Überbleibsel eines Stahlträgers erinnert noch daran, wie es in der Maschinenhalle einmal ausgesehen hat. Die Stahlträger, die hier aus der Wand tragen, haben früher den Sichelfachwerkbinder getragen, der diese Halle hier überspannt hat und damals eine sehr weitspannende mit fast 18 bis 19 Metern weitspannende Konstruktion war. Einen davon haben wir hier im Hörsaal kenntlich gemacht. Nur noch ein kleines Stück eines Auflagers, aber man kann so ein bisschen sehen, wie man früher gearbeitet hat. Beim Umbau haben wir so einiges gefunden, was sozusagen die ähm, Handwerker damals hinterlassen haben. Eines der interessantesten Funde ist im Grunde beim Abbruch der Giebelwand in einem Hohlraum eine alte Flasche. Von 1904 ähm, eine alte Bierflasche, wie wir herausgefunden haben. Das lässt sich ganz schön an dem sehr eigentümlichen Eigentum mit TH, was auf der Flasche steht, ähm, nachvollziehen. In der Flasche hat sich ein Zettel befunden, in dem auf dem Namen markiert sind und niedergelegt sind. Im Hörsaal finden 370 Studierende Platz. In die drei Seminarräume im Erdgeschoss passen bis zu je 90 Studierende. Für Ausstellungen können die drei Seminarräume auch zusammengeschlossen werden. Neben der altbekannten Tafel haben auch Beamer- und Funkmikrofone hier ihren Platz gefunden. Vor kurzem erst wurde die Universitäts- und Landesbibliothek fertiggestellt. Zusammen mit dem umgebauten Maschinenhaus rückt der Campus Stadtmitte noch weiter zusammen. Das ist hier für mich im Grunde ja, eine Herzensangelegenheit gewesen, diese Halle umzubauen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, hier an dieser Stelle im Grunde einen Umbau mitwirken zu dürfen der mit dem alten historischen Umfeld umgegangen ist, mit dem alten historischen Baukörper umgegangen ist und daraus im Grunde eine neue Nutzung generiert hat, die a der Universität als solches dienen kann, die aber auch, ich sage mal, einen gewissen Respekt vor dem den Leistungen, die halt eben die älteren Generationen hier hereingesteckt haben und hier geleistet haben, im Grunde das sozusagen miteinander zu verbinden und hieraus praktisch einen neuen Ort zu schaffen, an dem gelehrt, studiert wird. Dieses Haus verkörpert damit für mich dann beides eben das heutige, aber es zeigt auch noch, was die Universität einmal war.